Ritual zur Besänftigung von Elfengöttern? Das gefällt mir nicht, egal wie lange sie schon tot sind. Es muss sein. Oder macht ihr etwa einen Rückzieher? Ha! Gut gemacht. Wusste ich's doch. Da hat es sich gelohnt, The Legend of Zelda zu spielen. In Link's Awakening gab es eine. Was? Link's Awakening? Nee, in den Oracle of Seasons und Oracle of Times, da gab es mehrere so eine Rätsel. Nee, es gab es auch in in Link's Awakening, im 8. Verlies auf jeden Fall. Da musst du da halt ablaufen, musstest Räume und Bodenplatten. Der hat's irgendwie mit Kaboom. Wehrt sie ab! Okay. Und bitte weg. So. Das heißt, es ist ganz gut, dass unser Held von Ferelden nicht hier ist. Dann würde Corypheus nämlich wahrscheinlich Besitz von ihm ergreifen können. Aber den könnt ihr ja einfach erledigen. Kommt, noch können wir sie einholen. Wartet, einen Moment. Während sie vorauseilen, ist das der Weg zu unserem wahren Ziel. Wir sollten dem Pfad der Bittsteller folgen wie bisher. Da draußen kämpft und stirbt eine Armee für uns. Je länger wir zögern, desto mehr Soldaten verlieren wir. Lasst uns da runterspringen und der Sache ein Ende machen. In diesem Fall muss ich der Hexe recht geben. Wir stehen auf uraltem Boden, der unseren Respekt verdient. Ihr seht die Dringlichkeit. Wir dürfen die Quelle der Trauer nicht unvorbereitet suchen. Ihr seid recht begierig darauf, unser Ziel zu erreichen. Wollen wir nicht alle verhindern, dass Corypheus' wahnsinniger Plan aufgeht? Mir kommt es so vor, als wollt ihr nur diese Quelle. Die natürliche Ordnung ist in Gefahr. Einst wandelten Legenden durch Cedars, mächtige und wundersame Wesen. Ihr Tod hat uns alle ärmer gemacht. Corypheus würde die uralte Macht der Quelle verschwenden. Ich würde sie wiederherstellen. Ihr wisst nicht einmal genau, was die Quelle der Trauer ist und wollt sie wiederherstellen? Ja. Oder gibt es in Thedas so viele Wunder, dass wir sie nach und nach sterben lassen sollten? Die Menschheit stolpert durch die Welt und zerstört alles, was sie nicht versteht. Elfen, Drachen, Magie. Die Liste ist endlos. Wir müssen den Lauf der Dinge aufhalten, sonst ist alles, was uns bleibt, Profanität. So viel steht fest. Ich konnte in der ersten Kammer mehr entziffern, als ich zugab. Zum Beispiel, dass jenen, die die Quelle der Trauer benutzen, eine große Gnade gewährt wird. Allerdings zu einem schrecklichen Preis. Und welcher Preis wäre das? Was genau stand auf dem Altar über die Quelle der Trauer? Wie die meisten elfischen Inschriften war auch diese unsäglich vage. Der Begriff, den ich entziffern konnte, war Halam Shivenes, das süße Opfer der Pflicht. Es beinhaltet den Verlust von etwas Persönlichem um der Pflicht willen. Ein durchaus erstrebenswerter Handel für die Diener dieses Tempels. Ist euer wahres Ziel die Macht in dieser Quelle? Ja, wenn das der einzige Weg ist, sie zu erhalten. Eure Sache hat für mich Priorität. Aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, diese Quelle zu retten, bin ich bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Um was zu erreichen? Das müssen wir herausfinden. Vielleicht weisen uns die Rituale den Weg. Na gut. Folgt Samson durch das Loch oder führt die Rituale durch?
Na gut, ich werde diese... Ich speichere einfach mal. Ich werde diese dämlichen Rituale erstmal durchführen. In der Hoffnung, dass ich nicht meine Zeit verschwende. Jeder Gott, der verkörpert einen bestimmten Aspekt. Oh Gott, nee. Auch schon wieder so ein Rätsel. So, schauen wir mal. So. Ja, da fange ich da oben an. So, das leuchtet alles. Muss ich denselben Spaß hier nochmal machen? Scheint so. Ach. Warte mal, wie habe ich da unten angefangen? Da in der Ecke. Ja, das kriege ich hin, wenn ich das hier auch so mache. So. Dann. Fange ich da an? Nee, so, so, okay. Also so, 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 so. In der Tat, das hat es. Ich denke, es ist nun an der Zeit, mit dem nächsten Ritual fortzufahren. Na gut, wenn das alles diese Arten von Ritualen sind, dann... geschenkt. Wie gesagt, dafür habe ich damals Legend of Zelda gespielt, damit ich sowas kann. Okay. Waren das nur drei? Ja. Was haben wir hier? Auch wieder so eins. Lass mich mal schauen. Ich weiß, wo ich anfangen muss, glaube ich. Huch. Ach, Arbor-Segen. So. Und zwar hier. Ah doch, ich dachte, ich wäre auf ein falsches getreten. Wir haben es fast geschafft. Es gibt nur noch einen weiteren Pfad, dem es zu folgen gilt. Oh, ich dachte, ich wäre falsch drauf getreten vorher. Ach ja, das gute alte Leuchttafeln laufen aus The Legend of Zelda. So, was haben wir hier? Da fange ich, glaube ich, auch wieder da hinten an. Also ein bisschen hier. Na, na, na. Okay, ich muss da hinten rum. Ich hoffe, es läuft hier nicht irgendwie so ein interner versteckter Timer, der runterzählt, wie sehr ich es gleich verkacken werde. Also nochmal.
Nein! Ach, im Ernst? Warte, oh, I see. Also ich muss da enden. Gott, das wird schwer. Das wird echt schwer. Ich glaube, das wird ein Fail. Ja, das wird ein Fail. Ah. Okay. I get it. Nee, das war schon falsch. So. Ach komm, das merkt er automatisch. Na gut. Höp. Ah, das ist doof. Das kann ich schon mal wieder vergessen. Gott, ist das schwer. Das ist im Vergleich, was Steigerung der Schwierigkeit angeht, ist das echt verarsche. Weil ich, wie gesagt, nicht da anfangen kann, aber vielleicht. Nee. Nee. Okay, das geht doch. Perfekt. Alles ist erleuchtet. Und was jetzt? Kommt. Oh. Sehen wir nach, ob sich die Türen geöffnet haben. Wo muss ich jetzt hin? Darunter? Ja. Zugegeben, der letzte war knifflig. Da bin ich auch, zumindest auf den Anfang, bin ich nur durch Zufall gestoßen. Das hatte ich nicht erwartet. Wozu diente diese Kammer? Arena, Thronsaal, Hinrichtung. Werden beobachtet. Venavis. Ihr seid anders als die anderen Eindringlinge.
Ihr folgt unserem Faden an der Seite eines Mannes aus unserem Volk. Ihr tragt das Mal der Magie, das uns vertraut ist. Was ist geschehen? Was ist eure Verbindung zu jenen, die unseren Schlummer zuerst störten? Sie sind meine Feinde, ebenso wie die euren. Mein Name ist Abelas. Wir sind Behüter mit dem Befehl, all jenen Einhalt zu gebieten, die den heiligen Boden betreten. Wir erwachen nur, um zu kämpfen, um diesen Ort zu bewahren. Und jedes Mal, wenn neue Eindringlinge kommen, schwindet unsere Zahl. Ich weiß, wonach ihr sucht. Wie alle, die vor euch kamen, wollt ihr aus dem Vera Bedasen trinken. Der Ort des Weges der Trauer. Er spricht von der Quelle. Er ist nicht für euch. Er ist für niemanden von euch. Solas, vielleicht hört er euch ja zu. Was soll ich ihm sagen, Inquisitor? Soll ich mich auf unser gemeinsames Blut berufen, um ihn von einem tausendjährigen Dienst abzubringen? Er klammert sich an alles, was von dieser Welt übrig ist, weil ihm die Macht fehlt, sie wiederherzustellen. Dann seid ihr Elfen aus der alten Zeit, bevor das Reich von Tevinter Alethen zerstörte? Die Shemlin haben Alethen nicht zerstört. Die Elvenan bekämpften sich untereinander. Als sich die Türen dieses Heiligtums schlossen, war unsere Zeit vorbei. Wir erwachen nur, wenn wir gerufen werden. Und jedes Mal ist uns die Welt fremder als zuvor. Aber das spielt keine Rolle. Wir harren aus. Der Vera Bedasen muss bewahrt werden. Was genau ist dieser Vera Bedasen? Er ist ein Pfad, den nur jene beschritten, die sich im Mythas Gunst sonnten. Ob er damit Priester meint? Mehr als das müsst ihr nicht wissen. Wir sind hier, um Korypheus aufzuhalten. Er ist derjenige, der eure Quelle will, nicht ich. Ich glaube euch. Ihr seid zwar Eindringlinge, doch ihr habt die Bittstellerriten befolgt und Mythal Respekt erwiesen. Wenn die anderen eure Feinde sind, werden wir euch helfen, sie zu vernichten. Sobald das geschehen ist, dürft ihr gehen. Und niemals zurückkehren. Das wollten wir doch, oder? Es gibt keinen Grund, gegen diese Behüter zu kämpfen. Überlegt es euch gut. Ihr müsst Korypheus aufhalten, ja. Aber ihr könntet die Quelle auch selbst gebrauchen. Schwierig. Ich nehme euer Angebot an. Wir werden euch zu jenen führen, die ihr sucht. Was den Vera Ich meine, wir kennen Morrigan nicht. Er wird nicht entweiht werden. Selbst wenn ich ihn dazu zerstören muss. Nein! Morrigan! Ah. Sie haben jemanden zurückgelassen. Eine Führerin vielleicht. Mithrandir. Die kommt wie gerufen. Morrigan ist nämlich auf eigene Faust weiter.